Ja, Hallöchen zusammen. Wollte mal ein kleines Lebenszeichen von mir geben, so aus der Corona-Hochburg kann man ja nicht sagen, aber jo, wobei, wer weiß, wer es nicht schon alles hat, nur noch nichts merkt, vielleicht auch nie was merkt. Ja, gibt ja viele Leute, die nichts merken, also von daher, ja, ich mache jetzt gerade einen kleinen Spaziergang durch den Wald. Ein Vorteil hat die ganze Geschichte jetzt. Hier sind kaum Leute unterwegs. Sonst ist das hier Hundeauslaufgebiet Nummer 1. Momentan wird es wohl eher der eigene Hausflur sein. Und ja, ja, na, ich wollte einfach mal so ein bisschen berichten oder erzählen. Ja, man hört ja so viel von den ganzen YouTubern, die jetzt so Videos machen bezüglich Corona. Und dass sie nicht arbeiten können, wie auch immer. Klar, so geht es mir auch. Aber irgendwie muss es ja weitergehen. Und ich glaube, das sollte sich jeder vor Augen halten. Corona ist nicht das Ende, das ist der Beginn eines neuen Anfangs, würde ich eher sagen. Corona macht eine ganze Menge. Wenn ich sehe, was da gerade für Hysterie ist und für Panikmacherei, weil die Regierung hat ja auch ein Stück weit dazu beigetragen, beziehungsweise der Gesundheitsminister, von wegen Corona ist nicht so gefährlich, aber bunkert bitte für 10 bis 30 Tage Vorräte. Das sei ja so schon mal niedergeschrieben. Ja, daraufhin waren halt die ganzen Geschäfte leer. Das sind sie komischerweise immer noch. Ich war heute einkaufen. Ich weiß nicht, wie oft ich in der Woche einkaufen gehen muss, um meine paar Sachen zusammenzukriegen. Alleine schon, wenn man mal ein paar Konservendosen haben will, ist das Problem, es gibt keine. Ich brauche ja vielleicht bloß mal 2, 3 Stück in der Woche. Aber es gibt null, nada. Man kommt da rein, Regale leer. Dann haben sie irgendwann mal eine Palette mit Mehl gekriegt. Was machen die Leute? Schmeißen das Mehl da irgendwie durch die Gegend. Der ganze Gang ist voll mit Mehl. Das ist so schwachsinnig, wo ich denn denke, was habt ihr eigentlich alle für ein Problem? Es gibt immer noch genügend zu essen. Wenn man das ordentlich aufteilen würde. Und das machen leider die wenigsten Leute. So waren die Gänge leer. Keine Nudeln, kein Reis, kein Mehl, Konserven. Gut, ich habe heute mal 4 Stück gekriegt. Letzte Woche oder vorletzte Woche war das. Da musste ich 3 Tage hintereinander einkaufen zu gehen, um meine 3 Lebensmittel zu kriegen. Habe ich gestern gehört, von wegen, ja, die Leute, die laufen ja ohne Mundschutz und ohne Handschuhe durch die Gegend. Das wäre ja extrem gefährlich für alle anderen und die würden ja alle anderen dann infizieren und man sollte doch gerade den öffentlichen Personennahverkehr einstellen, weil das ja hundsgefährlich ist. Die Leute würden sich da reihenweise anstecken. Entschuldigung Leute, aber im Jahr 2018, 2019 in der Grippewelle sind, was waren das? 25.000 Leute gestorben. Es waren 3,8 Millionen Menschen infiziert. Da hat kein Schwein drüber gekräht von wegen Hygienemaßnahmen. Ihr lauft teilweise durch die Gegend, grapscht alles mit euren voll angekackten Pfoten an, weil ihr, wenn ihr vom Klo kommt, nicht mal die Hände waschen könnt. Und wollt jetzt, dass der öffentliche Personennahverkehr eingestellt wird, weil nicht alle im Ganzkörperkondom rumlaufen oder wie. Also ja, also irgendwie haben sehr viele Leute in diesem Land gerade nicht alle Latten am Zaun. Ich habe keine Ahnung von diesen ganzen Krankheitsgeschichten, von Infektionsmöglichkeiten, wie auch immer. Naja, ich meine, nicht umsonst habt ihr Klopapier gehortet, wie die Bekloppten. Obwohl es nicht eine Infektion des Darmtraktes ist oder des Magendarmtraktes, sondern der Atmungsorgane. Und da muss ich ganz ehrlich mal sagen, also habe da nur den Kopf geschüttelt. Ja. Das erste Mal, als ich in den Laden gekommen bin, nachdem der Spahn gesagt hat, ihr müsst bunkern, war Klopapier alle. Aber die Taschentücherabteilung oder das Fach mit den Taschentüchern, das Regal, war immer noch voll. Und auch die ganzen Lebensmittel. Also ich musste, wie gesagt, 3-mal hintereinander einkaufen gehen, weil alles leer geräubert war. Das ist so ein Schwachsinn, Leute. Hört auf mit dem ganzen Hamster. Das bringt weder euch was noch sonst wen. Weil
Ihr schmeißt sowieso das meiste davon weg, weil ihr es nicht essen wollt. Ja, oder auch die Hysterie mit den Abstand einhalten zwischen den Leuten. Die Bundesregierung sagt 1,50 Meter. Sorry Leute, das Robert-Koch-Institut sagt aber 2 Meter und sogar mindestens 2 Meter, was sie nämlich festgestellt haben. Die Viecher fliegen 2 Meter weit. Und denkt da mal an andere Leute. Ihr stellt euch geistreicherweise klatschend ans Fenster oder auf dem Balkon, um irgendwen zuzuklatschen, der gar nicht da ist, aber halt den Leuten, die dieses Land momentan am Leben erhalten, sozusagen Tribut zu zollen für ihre tolle Leistung, die sie machen. Ja, andererseits hamstert ihr genau diesen Leuten die Lebensmittel weg. Es gibt keine Konserven. Neulich bin ich in den Supermarkt gekommen, kein Obst, Gemüse mehr da, nichts, alles leer geplündert. Das ist so ein Punkt, der sich widerspricht. Weil auf der einen Seite applaudiert ihr den Leuten, die, wie gesagt, nicht da sind, weil sie sind arbeiten. Und auf der anderen Seite hamstert ihr denen, die die Lebensgrundlage weg, die Lebensmittel. Also ich meine, wie krank ist das denn bitte schön? Der nächste Punkt ist so diese Panikmache, dieser Wahnsinn. Man könnte sich anstecken, wenn man ein Blatt Papier anfasst, was vorher ein Infizierter angefasst hat. Oder Geldscheine, Münzen, Türklinken, Computertastaturen, wie auch immer. Ja, man könnte sich da anstecken, weil es gab eine Studie drüber. Ja, es stimmt, es gab eine Studie. Und ich bin der Meinung, es war der Professor Drosten, heißt er, glaube ich, von der Charité hier in Berlin. Wenn ich das jetzt richtig noch weiß, korrigiert mich bitte. Nichts dagegen. Die hat gesagt, ja, diese Studie gab es, aber man muss sie auch realistisch sehen. Weil diese Studie wurde Punkt 1 unter Laborbedingungen durchgeführt und Punkt 2 befanden sich die Viren in einer Nährlösung. Also jeder, der so ein bisschen Ahnung davon hat, weiß, dass Nieren, wollte ich schon sagen, Viren einen Wirt brauchen. Sprich, wenn sie in den menschlichen Körper beispielsweise gelangen, brauchen sie die menschlichen Zellen, also die menschlichen Körperzellen, um sich mit denen sozusagen weiter verbreiten zu können. Also sie dringen halt in die Wirtszelle ein, wie sich das so schön nennt, kapern die DNA, verändern die auf die eigene, so dass diese Zelle dann halt auch möglichst nicht vom Körper gleich so wieder vernichtet wird. Und damit teilen sie sich halt im ganz normalen Rhythmus der Körperzelle. Und somit vermehren sie sich. Aus einem Virus werden zwei und so weiter und so fort. Und das funktioniert halt, wie gesagt, nur, oder das läuft so ab, weil halt die Viren alleine nicht existieren könnten. Das heißt, wenn sie irgendwo auf der Türklinke sind, würden sie gnadenlos verhungern, vertrocknen, wie auch immer. Die können halt nicht überleben, ohne eine Wirtszelle zu haben. Sprich, wenn sie auf der Türklinke sind, würden sie irgendwann vertrocknen. Hinzu kommt, selbst wenn ihr diesen Tropfen frisch anfassen würdet, der würde nicht durch die Haut eindringen. Er braucht die Schleimhaut dafür, und zwar die Schleimhaut der Atemorgane, sprich Nase oder Mund. Das wären so die Zugänge von außen. Wichtig ist aber, ihr dürft halt, wenn ihr da jetzt irgendwas angepackt habt, wo das sein könnte, dass es infiziert ist, dann damit nicht an Mund oder Nase kommen. So, also von daher ist so dieser Hype, von wegen man könnte sich an Geld anstecken, eigentlich gern null, weil was der Doktor da auch noch gesagt hat, war halt, dass selbst wenn man mit diesen Virus in Berührung kommen würde, hätte man ja auch noch eine eigene Hautflora sozusagen. Das heißt, da ist auch noch Feuchtigkeit drauf und wir reden halt hier von mikroskopischen Größen. Und da meinte er halt, es würde sich dann auch mit der Hautflüssigkeit sozusagen auch noch verdünnen. Und es könnte sich da aber nicht teilen, weil es ja keine Zelle hat, keine Wirtszelle. Also insofern würde es sehr wahrscheinlich im Sande verlaufen. Es sei denn halt, ihr seid so doof und das Zeug überlebt wirklich auf der Türklinke
Und ihr reibt euch dann da mal irgendwie den in die Nase rein oder ihr könnt auch den in den Rachen reinstecken, das ist total egal. Dann seid ihr selber schuld. Also ich meine, so ein bisschen Hygiene ist ja schon mal gefragt. Ja, ist auch wieder das beste Beispiel. Abstand halten. 2 Meter Abstand soll man ja halten. In den Supermärkten oder Supermärkten hat man jetzt auf den Böden so diese Markierung gemacht, dass die Leute halt wissen, was 1,5 Meter sind. Liebe Leute, wenn ihr die Dinger aufklebt, 2 Meter wären besser. Ja, und ja, hier sind gerade so 4 Radfahrer entgegengekommen, natürlich auf beiden Seiten gefahren. Also ich bin hier mitten im Wald. Ihr seht das ja so, ne? So sieht es hier aus. Hier laufe ich die ganze Zeit. Da hinten radeln sie noch, vor mir laufen auch welche. Aber mehr wie 2 Meter, also das ist da, ja, also da hinten laufen welche und da hinten auch, das ist massig Platz. Also ich finde es toll, dass ihr da vorne diese Plexiglasscheiben jetzt an die Kassen gebaut habt, das ist total super, sollte auch immer dranbleiben, es waren vorher schon kleinere dran, jetzt haben sie richtig große gemacht, sozusagen einen Spuckschutz, dass da nicht gleich die Tröpfchen rüberkommen zur Kassiererin oder zum Kassierer, finde ich total super, das ist eine super Idee. Sollte man generell dran haben, nicht nur jetzt. Und wo ich aber von abraten kann, und das werden euch auch viele Ärzte bestätigen, Einweghandschuhe heißen nicht umsonst Einweghandschuhe. Man soll sie nämlich nur einmal tragen und das möglichst kurz. Weil die Dinger sind beispielsweise für Leute, die im medizinischen Bereich arbeiten und beispielsweise eine Blutentnahme haben, eine Untersuchung durchführen, wie auch immer, wo es keine sterilen Handschuhe für benötigt, aber halt, wo man den Träger dieser Handschuhe halt vor mögliche Infektionen durch die Untersuchung halt schützen will. Man kann sie auch anziehen, wenn man jetzt mal irgendwie nicht mal schnell das Klo sauber macht oder sonst irgendein Ekelkram da gerade am Rumfuhrwerken ist, dann kann man die auch noch anziehen. Aber liebe Leute, nicht stundenlang und auch nicht den ganzen Tag an der Kasse. Ihr tut euch damit gar keinen Gefallen, weil in diesen Handschuhen, ja, kommt jetzt vielleicht kein Virus durch, den ihr sowieso nicht gleich mal so als Gefahr annehmen könnt, weil er ja, wie gesagt, nicht durch die Haut geht. Aber ihr habt ein ganz anderes Problem. Und das ist ganz einfach das, dass sich darunter Bakterien bilden. Und die können nicht nur für eure Haut, sondern auch für eure Hände im Ganzen gefährlich werden. Da könnt ihr auch Infektionen von kriegen. Ihr könnt damit rheumatische Erkrankungen hervorrufen. Und glaubt mir, das macht keinen Spaß, wenn man eine permanente Entzündung in den Händen hat oder in den Fingern. Ihr könnt teilweise damit gar nicht mehr greifen. Und die Gefahr, dass ihr euch irgendwas anderes damit einhandelt, ist größer, als dass ihr euch mit den Coronavirus infiziert, weil ihr beim Kassieren keine Handschuhe habt. Das soll so mal mein Statement gewesen sein, jetzt zu Corona. Also wie gesagt, Corona ist nicht harmlos. Das jetzt nochmal so als Schlusswort. Corona ist wirklich saugefährlich. Es gibt momentan noch keine Therapiemöglichkeiten. Man therapiert halt nur symptomatisch. Man kann aber jetzt kein gezieltes Virustatiker einsetzen oder sowas. Oder impfen kann man auch noch nicht, da ist man noch weit von entfernt. Und man geht halt davon aus, dass das Ganze noch locker ein Jahr dauern kann, bis sozusagen die Herdenimmunität da ist, beziehungsweise durchgeimpft wurde, sodass wir eigentlich ein relativ normales Leben führen können. Kommt runter von dieser Hysterie, die hilft niemandem weiter, euch am allerwenigsten. Ihr macht euch damit nur selbst fertig. Und fahrt euer Immunsystem damit runter, wenn ihr andauernd nur Panik schiebt und hysterisch durch die Gegend lauft. Da solltet ihr halt mal runterfahren. Schützt euer Immunsystem, stärkt es. Nehmt, Vitamin C, Vitamin D ist wichtig. Baut damit euer Immunsystem auf und vor allem eure Darmflora. Baut die auf, stärkt die Darmflora. Esst Sauerkraut oder nehmt Darmflora-Produkte, um dann noch ein bisschen was oben drauf zu packen. Keine Panik schieben, kommt runter von dieser Hysterie, hört auf, Hamsterkäufe zu veranstalten. Die helfen nämlich gar keinem weiter, euch nämlich auch nicht. Und ja, versucht einfach mal ein möglichst normales Leben zu führen. Versauert zu Hause nicht. Man kann zu Hause jetzt auch viel machen, was ich renovieren oder Frühjahrsputz vorverlegen. Bewegt euch draußen an der frischen Luft. Wenn es kalt ist, zieht euch warm an. Geht raus, geht spazieren.
Das stärkt euer Immunsystem, baut euer Herz-Kreislauf-System wieder auf und ihr übersteht das Ganze besser. Und fein, setzt ihr nicht so viel Speck an oder Fett oder was auch immer das ist. Ja, ihr wisst schon, das, was so an der Hüfte und am Bauch und so, ne? Muss ja nicht sein. Jetzt fällt mir doch noch was ein. Nicht nur Hände waschen ist wichtig, sondern auch das richtige Desinfektionsmittel. Wenn ihr eins anwendet, achtet bitte darauf, dass Punkt Nummer 1 draufsteht, dass es überhaupt bei Viren auch funktioniert, weil sonst könnt ihr das gleich bleiben lassen. Und zum anderen, guckt, was für eine Einwirkzeit draufsteht und benutzt das auch ordentlich und nicht nur so träufelchenweise auf die Hände geben, sondern wirklich richtig desinfizieren. Richtig die Hände damit einreiben, die Fingerkuppen, den Daumen, die Finger einzeln, die Fingerzwischenräume, die Handfläche, alles richtig schön damit einsauen. Demnächst gibt es vielleicht noch was ganz Interessantes, mal wieder was Elektrisches und mit 4 Rädern, aber davon später mehr. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.